Hallo Leute und willkommen zum nächsten GPL-Spieltag. Und heute geht es gegen das Team Shockwaving Magirnas von Lauris und heute dabei ist der gute Levis. Shockwaving Magirnas ist dein Gegner und du hast die Shocking Shamans dabei. Das ist ja quasi... Ja, schockierend. Quasi hier der schockierend. Sehr gut. Oh, der war schon wieder... Autsch, oh, okay. Okay. Magirna hat er auf jeden Fall dabei. Das ist, ich glaube, mit so das größte Problem gegen dich, meiner Meinung nach. Weil du eigentlich nur Bronzon als Switchin hast und der hat keine so gute Recovery. Also eigentlich hat er überhaupt keine Recovery. Das heißt, er kann nicht ewig reinkommen. Und Bronzon ist dann halt doch relativ passiv und der checkt das Team ganz gut, aber er muss halt sehr viel checken. Und so ein Crawdaunt möchte, kann halt auch reinkommen. Auf jeden Fall möchte der auch nicht in den Knockoff reinkommen. Dagegen hast du auch generell nicht so die Switch-Ins. Gegen Knockoff, weil auch Sableye möchte den nicht unbedingt fressen und die meisten anderen möchten ihr Item behalten. Dann Rotom hat er hier einfach als Pivot drin, um seine Breaker reinzubringen, also Crawdaunt und Memo und Meditalis. Und das gleiche gilt so ein bisschen für X-Bud, aber X-Bud kann vielleicht auch hier oder wahrscheinlich als Defog-Variante sein, also um die Tarnsteine wegzubekommen. Und halt eben auch nochmal um ein bisschen Momentum reinzubringen mit Kehrtwende und sowas. Dann Memo bricht ziemlich gut das Team durch, wenn Bronzon weg ist. Solange Bronzon da ist, kommt es halt wirklich nicht durch. Aber danach hast du nicht mehr wirklich Switch-Ins dafür. Du hast den Vorteil, dass halt ein paar Mons es trotzdem im 1v1 besiegen können. Ich glaube, Quillfish hat, wenn da kein Sash drauf ist, ganz gute Chancen dagegen. Azu hat ganz gute Chancen dagegen. Thorn ist trotz allem schneller. Von daher ist das nicht so das Mega-Problem. Und auch ein Choice Guff Draco macht große Schmerzen. Dann ist da noch ein Meditalis. Und dieses Meditalis, ich bin mir nicht ganz sicher, was für ein Set er spielen könnte. Ich weiß nicht mal, ob er Fakeout mitbringt, weil wenn Sableye im Gegnerteam ist, muss man natürlich überlegen, ob man Fakeout überhaupt spielen möchte. Ansonsten hast du dagegen, glaube ich, mit die besten Antworten von allen aus der Liga, dadurch, dass du Sableye hast. Auch Choice Guff Tidragon macht Meditalis ein bisschen Angst. Natürlich auch Thorn. Ich denke, dass er ein paar Threats gegen dein Team hat, aber du hast gegen die meisten Mons eigentlich eine Antwort. Die Frage ist nur, wie lange? Weil wenn er Chip auf dein Team bekommt, könnte das mit der Zeit problematisch werden. Das heißt, ich denke, du musst ihn relativ schnell besiegen. Das stimmt schon. Also, wir beide haben ein relativ offensives Team dabei. Ich meine, ich habe ja ein T-Building-Video gemacht, da könnt ihr ja gerne vorbeischauen. Da erkläre ich natürlich alle meine Sets. Aber wenn ich jetzt auf Lauris Team schaue, dann fällt mir eines auf, und zwar hat er ein X-Bud dabei. Und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und ich weiß auch nicht, was das machen soll. Ich denke mal, dass mein Boreos auf jeden Fall gute Arbeit leisten wird. Das Bronzong könnte gute Arbeit leisten, je nachdem, was er für Sets hat. Ja, ich habe einen sicheren Switch-In für Meditalis, das hast du schon gesagt. Ich muss nur aufpassen, dass das Kryotag mich nicht überrumpelt oder so. Ja, genau. Und generell kann man, glaube ich, nicht unbedingt, wenn man nur diese Pokémon anschaut, sagen, wer das bessere Matchup hat. Nee, definitiv nicht. Also beide haben eine Möglichkeit zu gewinnen und es geht eigentlich nur darum, wer es besser schafft, diese Möglichkeit auszunutzen. So, dann schauen wir doch einfach mal in den Kampf rein. Wir haben auf jeden Fall gesehen, ich habe mit meinem Bronzong geleadet und er hat mit seiner Magina geleadet. Und hier wollte ich auf jeden Fall mal schauen, was er mir machen kann. Denn eventuell hat er einen Spukball, er geht aber für den Voltwechsel. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er keinen Spukball hat, denn sonst hätte er den schon mal gedrückt. Weißt du, was das für Damage war, also welches Set er hatte? Das war wahrscheinlich offensiv. Allerdings, da er Voltwechsel hat, wird es wahrscheinlich diese offensiveste auch tragen. Ja, genau. Und ich dachte mir, ich kann hier direkt mal ein Toxin raushauen, denn... die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich auf Spukball geht, ist halt trotzdem ziemlich gering. Genau. Denn er muss ja immer mit so einem Erdbeben rechnen. Und das will er natürlich auch nicht fressen. Ich gehe einfach mal für den Schutzschild, denn das ist das Beste, was ich in dieser Situation tun kann. Allgemein, Schutzschild ist ein richtig unterschätzter Move. Und damit unfassbar viele 50-50s rausnehmen kann. Gerade wenn er zum Beispiel hier Choice Band ist oder so. Und gerade, weil er Meditalis hat. Ja, und vor allem das. Vor allem das. Und die Sache ist, er wird wahrscheinlich auch noch einen Abschlag gehen, deswegen muss ich wahrscheinlich ein Pokémon hier
auswählen, dass das Item verlieren muss. Und das war an der Stelle einfach mein Trikot verlor. Also der Scarf war ziemlich gut, aber nicht so wichtig in diesem Matchup, wie ich fand. Von daher musste ich auch noch nachkalken, ob die Wasserdüse jetzt killt. Und tut sie tatsächlich nicht. Auf jeden Fall war er aber ein hartes Kribotag. Und ich habe mich entschieden, für das Erdbeben zu gehen. Was jetzt ziemlich nervig ist, denn er kann mich jetzt mit dem Sturzlook rausnehmen. Und das will ich natürlich nicht. Deswegen gehe ich hier direkt wieder raus in meinen Bronzong. Und die Sache ist, ich glaube, ich hätte statt dem Erdbeben die Kehrtwende einsetzen sollen. Dann hätte ich nämlich direkt das Momentum gekriegt auf das X-Bad. Und dann hätte ich eben nicht so viel Momentum verloren gegen das Militaris hier. So bist du jetzt ein bisschen behind. Ich meine, du könntest theoretisch hier natürlich einfach protecten, aber die Chance, dass er hier auf High Jump Kick geht, wenn er das Protect gesehen hat und nicht einfach auf Fake Out, ist wahrscheinlich eher gering. Ja. Und du hast einfach einen Safe Switch in hier. Genau, genau. Und die Sache ist, ich meine, er weiß, dass ich das Schutzschild habe. Von daher wäre ich mir nicht sicher, was er hier einsetzen wird. Und trotzdem wird aber immer zu Beerus der Safe Switch sein, deswegen bin ich auch trotzdem da reingegangen. Und wir sehen, er hat den Delegator. Ich muss auf jeden Fall den Delegator brechen mit dem Spukball, den ich im Set habe. Er geht hier für Toxin, das finde ich sehr interessant. Denn das die Sache ist kreativ. Definitiv, also auf lange Sicht würde es ihm sogar weiterhelfen. Ja. Aber ich muss unbedingt diesen Delegator brechen. Und danach muss ich mich entscheiden, für welche Attacke ich gehe. Er hat nicht unbedingt eine Ahnung, welche Fähigkeit ich habe. Und er kann ja auch nicht unbedingt auf das Kribotag gehen. Richtig. Und du könntest auch nicht Sträuch spielen und dann einfach Will-O-Wisp drücken. Und dann wäre Kribotag natürlich. Ich habe es natürlich schon toxinisiert. Nevermind. Oh, das stimmt. Auffallend, ja. Aber das ist schon okay. Ich meine, er will halt trotzdem den Schaden nicht fressen. Ja, ich meine, gerade genau. Toxin und der Spucker würde ihm zusetzen. Und die Sache ist, er geht hier aber in Magirna und ich bin selber rausgegangen auf meinen Trikot-Hallo, weil ich mir dachte, dass er hier sowieso nicht drin bleiben wird. Und das ist okay, ich kann auf die Kehrtwende gehen, gehe einfach auf meinen Boreos, um zu schauen, was er im Set hat, um mich zu treffen. Und wir sehen tatsächlich den Eisstrahl. Ja. Der sollte gar nicht mal so viel Schaden machen, nein. Nein, das war nicht wirklich viel Schaden, dafür, dass er sehr effektiv ist. Und der Abschlag hier ist natürlich jetzt sehr praktisch, weil hier die Offensivweste weg ist und er dadurch jetzt deutlich mehr Damage frisst von deinen speziellen Angriffen und nicht mehr einfach reinpivoten kann. Ja, yep, definitiv. Und die andere Sache ist auch, dass er hier auf jeden Fall rausgehen muss, denn er muss ja die Hitzewelle fürchten. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich dachte mir hier, dass ich auf jeden Fall eigentlich auf meinen Azumarill gehen kann, denn die Sache ist, ich tanke auf jeden Fall einen Eissplitter. Und wenn er jetzt Tarnstein gedrückt hätte, hat er halt Tarnstein gedrückt und das hat er auch gemacht. Die Sache ist, ich weiß nicht, welches Item er hat, aber ein Lebenorb Erdbeben sollte ich noch leben. Deswegen bin ich halt mal auf den Aqua-Durchstoß gegangen. Und das ist auf keinen Fall Lebenorb, das ist wahrscheinlich ein Fokusgurt, Marmotel. Ja, vermutlich. Und das ist natürlich ärgerlich. Die andere Sache ist aber, wenn er wirklich Fokus gut auf dem Mammutel hat, dann wird er wahrscheinlich keinen Abschlag haben und ich kann einfach in meinen Bronzong gehen. Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben den Eissplitter nicht gesehen, aber ich denke mal, dass er ihn auf jeden Fall im Set haben wird, wenn er wirklich den Fokus gut hatte. Ich meine, gegen dieses Team ist Eissplitter eigentlich mehr oder weniger verpflichtend mit Taunty und Hydreigon. Ich weiß nicht, ob er darauf verzichten wollen würde in irgendeinem Universum. Ja, und das war so die Stelle, da dachte ich mir, ich kann erstmal auf das Schutzschild gehen, will natürlich ein bisschen mehr von den Überresten recovern, von daher war das schon okay. Und wenn er keinen Spukball im Set hat, dann kann ich hier einfach auf den Delegator gehen. Aber er zeigt mir jetzt doch den Spukball und die Sache ist, ich habe vorher nicht daran gedacht, dass er Spukball hat, weil er eventuell Angst vor dem Erdbeben hatte und deswegen auf Voltwechsel gegangen ist. Und deswegen hat er ihn mir wahrscheinlich nicht gezeigt. Das habe ich aber in der Situation nicht bedacht und bin leider jetzt auf den Delegator gegangen, was mir leider nicht so weiterhilft. Denn ich habe kein Erdbeben-Set, ich habe nur den Ramboss. Und mit dem Ramboss mache ich leider nicht genug Schaden, um dieses Magina zu 1v1. Nee, eher unwahrscheinlich. Ja, also ich kriege jetzt auf jeden Fall einen Hit raus, denn ich stehe ja hinter dem Delegator. Und danach müssen wir natürlich schauen, wie viel KP ich habe mit den Überresten, die ich dann recovered habe.
Ich meine, das Beste, was er an dieser Stelle tun kann, ist natürlich die ganze Zeit auf Spukball gehen. Gerade weil ich nicht gerade die besten Switch-ins in Magearna habe, denn eigentlich war Bronzong mein Switch-in in Magearna. Ja. Und da eben auch die Tarnsteine liegen, kann ich auch nicht einfach auf Boreos gehen. Der macht halt leider nicht so viel Schaden, dieser Heavy Slam. Ja. Die Sache ist, dass Bronzong auch nicht so unbedingt schwer ist, aber es macht zumindest etwas Schaden. Ich meine, es bringt mich voran, weil es mir damit ermöglicht, mit Azumarill und mit dem Baldorfisch etwas mehr zu machen. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass ich diesen nächsten Spukball leben sollte. Allerdings lebe ich nicht, denn er crittet mich. Hast du es gekackt, ob es eine Roll war, oder? Ich glaube, es war eine Roll, aber ich war mir sicher, dass es keine gute Roll für ihn war. Okay. Ja, auf jeden Fall muss ich hier erstmal in meinen Trikolo gehen und versuchen, dieses Magearna zu Revenge-Killen. Ja. Allerdings dachte ich mir, dass er hier unbedingt rausgehen muss, denn er kann das nicht einfach so opfern. Ja, gerade weil er vorhin in X-Bad geswitcht ist, wird er das garantiert nochmal machen. Und ja. Ich dachte mir, hier gehe ich einfach mal für den Rückenwind. Das Problem jetzt ist, dass ich hier auch nicht wirklich drinbleiben möchte. Gerade weil der Dracomete dieses X-Bad nicht von Full killt. Ja. Und deswegen gehe ich erstmal einfach in meinen Sobiris. Und wir sehen, er hat auch Rückenwind. Die einzige Counter-Strat gegen Rückenwind. Selbst Rückenwind spielen. Ich meine, an der Stelle kann ich nicht viel tun, außer hier meinen Regentanz aufsetzen. Denn ich muss jetzt auf jeden Fall hoffen, dass sein Rotom nicht physisch defensiv ist und dass mein Baldorfisch da einfach durchgeht. Ja. Ich meine, viel habe ich da wirklich nicht entgegenzusetzen. Viele andere Wincons hast du nicht mehr an dem Punkt. Ja, definitiv. Das Problem ist natürlich, dass mein Bronzong einfach gedroppt ist und relativ nutzlos war, weil er Spukball hatte. Richtig, das heißt, mir hätten sowas wie Tarnsteine viel eher weitergeholfen. Die hätten zum Beispiel dafür gesorgt, dass er nicht einfach in X-Bad gehen kann. Und wenn er eben nicht in X-Bad auf Trikifalo oder mein Boreos gehen kann, dann kann er nur noch in Rotom oder Magearna gehen. Und Chip auf Rotom und Magearna hätte mir auf jeden Fall weitergeholfen mit den Tarnsteinen, denn das bringt mich natürlich vorwärts, gerade weil ich natürlich mit dem Baldorfisch gewinnen möchte. Ich meine, er geht hier sogar in Rotom, was ja relativ nice für dich ist, weil du durch den Willow trotz allem hier ein bisschen Chip drauf bekommst. Ja, bloß bekomme ich noch gar keinen Chip, wenn er direkt auf den Wolfwechsel geht. Also früher oder später. Ja klar, wenn er direkt rauswechselt, nicht. Nee. Aber so auf Dauer, theoretisch. Er hat eben noch ein volles X-Bad. Mhm. Das bedeutet, ich muss hier eigentlich in meinen Baldorfisch gehen und wirklich auf den Schwertanz gehen. Denn ja. Die Sache ist, ich habe keine andere Wahl. Ich muss dafür hoffen, dass sein Rotom nicht physisch defensiv ist. Und deswegen muss ich hier einfach auf den offensichtlichen Sacrifice von Marmortail einfach Schwertanz drücken, damit ich versuchen kann, wenigstens zu gewinnen. Denn das Problem ist, dass Boreos nicht besonders viel gegen sein Team macht, gerade weil sein Rotom noch voll ist. Beziehungsweise er noch sein X-Bad hat, das voll ist. Ja, und er ist direkt. Er hat es auf jeden Fall darauf ausgelegt, dass es das Boreos und das Trikipelo einigermaßen tankt, gerade wenn ich gescarftes Trikipelo habe. Und die Sache ist, entweder er ist hier nicht physisch defensiv oder ich kritte ihn. Das ist eben die Intention, die ich dahinter hatte. Mhm. Und wir sehen, es macht auf jeden Fall ziemlich viel Schaden. Ja. Das war der Match, der wichtig war, aber ich befürchte, den lebst du nicht mehr, nein. Nein, den lebe ich auf keinen Fall und ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich viele Optionen jetzt noch zu gewinnen. Nee, wenn wir ehrlich sind. Deutlich begrenzt. Also ich meine, du kannst noch hier kritten und sowas, aber das ist halt auch nur bedingt der beste Play. Ja. Ich mein, also wir sehen, ich kann ihn noch für den Wasserlese gehen und hoffen, dass es genug Schaden macht. Er lässt es hier auch unweaken, sodass ich nehme mal an, der Brave Bird wird dein nimmt der Thorn raus direkt? Ja. Okay, ja, dann ist es an der Stelle mehr oder weniger einfach vorbei. Die Sache ist, ich mache hier sogar noch einen Fehler. Ich gehe hier nicht in Boreos, weil ich nicht gemerkt habe, wie wenig Schaden die Wasserdüse gemacht hat. Denn die Wasserdüse hat viel zu wenig Schaden verursacht, dass es einfach offensives X-Bad ist, das wahrscheinlich nicht
voll in Initiative investiert ist. Ja. Deswegen hätte ich einfach in Boreos gehen müssen. Und da es eben regnet, hätte ich mit Orkan sowieso immer getroffen. Ja. Und dann hätte ich wenigstens einen Kill bekommen. Okay. So bekomme ich natürlich keinen Kill. Und das ist kein Geheimnis. Ich verliere einfach mal 5-0. Ja, ich meine, passiert auch. Ich meine, du musst dir überlegen, mein Gameplan war natürlich mit Baldurfish zu gewinnen. Genau. Das Problem war aber, dass ich keine Tarnsteine hatte, weil ich irgendwie zu verpeilt war, die ins Team einzubauen. Das Problem ist, normalerweise baue ich wirklich auf jedes meiner GPL-Teams Tarnsteine ein. Ja. Egal, wie schlecht die in diesem Matchup aussehen. Also sie bringen halt immer etwas. Bloß dieses Mal habe ich es irgendwie verpeilt, weil ich einfach Subtoxic Bronzong spielen wollte. Mhm. Und wie gesagt, also mit Tarnstein wäre es deutlich anders verlaufen, denke ich mal. Denn er hätte nicht die ganze Zeit seinen X-Ball auf meinen Trigilo rein switchen können. Ja. Du hättest auch den Chip of Rotom bekommen, vermutlich, den du gebraucht hättest. Ja, oder es wäre zumindest eine Roll gewesen. Also ich hätte wahrscheinlich wirklich Chip of Rotom bekommen. Denn die Sache ist, dadurch, dass sein Magierna eben keine Offensivweste mehr hatte, weil ich sie abgeschlagen hatte, muss er natürlich davon ausgehen, dass danach eine Hitzewelle kommt. Mhm. Und das andere Pokémon, das natürlich noch eine Attacke von Boreas tankt, ist natürlich das Rotom. Na klar. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass es so verlaufen wäre, dass ich vielleicht sogar ein bisschen Chip auf Rotom bekommen hätte. Ich meine, wir haben gesehen, ich habe nicht wirklich viel Chip gebraucht, damit ich mit Baldurfish schweben kann. Ja. Ich meine, ich kann mich nicht beschweren. Ich meine, Lauris hat es eben gut ausgenutzt, dass ich keinen Tarnstein hatte. Ja. Er hat eben so gespielt, dass er niemals Chip auf dem Rotom bekommen hat, weil ich wirklich keine Tarnsteine draußen hatte, er aber schon. War es eigentlich schon dann besiegelt, als er die Tarnsteine auf meine Seite gelegt hat. Denn ab da konnte ich nicht wirklich viel machen. Ja. Ich musste ab der Stelle einfach hoffen, dass ich mit Baldurfish schon gewinnen kann, sonst wäre das nichts geworden. Aber ich meine, wir haben gesehen, er hatte sonst nichts dafür. Er hatte noch das Kribotag, das im Regen die Wasserdüse drücken könnte. Allerdings hätte sie nicht gereicht und ich hätte auf jeden Fall noch 5 oder 6 Kills sogar bekommen können. Mhm. Von daher hätte Baldurfish ihn wirklich sweepen können, aber das ist eben nicht passiert und ich musste eben alles auf eine Karte setzen und das hat eben nicht geklappt. Auf jeden Fall GG an Lauris, aber es ärgert mich halt schon selber, dass ich hier keine Tarnstein hatte. Ich meine, selbst wenn die nur 6% oder so machen, selbst dann, ich meine, das ist meistens ein notwendiger Chip, den man braucht. Richtig, richtig. Einfach, weil sie dem Gegner die Freiheit nehmen, frei in alles rauswechseln zu können, in das er möchte. Ja. Und das einfach in so vielen Matchups so elementar wichtig ist. Hier konnte zum Beispiel Crobat jetzt ohne die Tarnsteine einfach immer reinkommen, wenn es wollte. Ohne dass wir nochmal andere Kills gefallen und sowas. Also eindeutig Tarnsteine mit der wichtigste Move wahrscheinlich im Game. Wenn nicht sogar der wichtigste Move. Ja, definitiv. Die Sache ist auch, wie gesagt, ich habe total ausgeblendet, dass er Spuke auf Magierna hat. Ansonsten hätte ich wirklich auch das Erdbeben auf das Bronzong gepackt. Mhm. Das hätte mir nämlich deutlich erleichtert. Magierna wäre dann zu low gewesen, dass er es in mein Boreo switcht. Das heißt, er hätte wirklich irgendwann seinen Rotom rein switchen müssen, wenn ich Tarnstein gelegt hätte. Von daher, keine Ahnung, es war auf jeden Fall ein Teambuilding-Fehler meinerseits. Denn ich sehe nicht wirklich eine andere Möglichkeit, wie ich das hätte gewinnen können. Ich habe eben diesen notwendigen Chip auf Rotom gebraucht, den habe ich nicht bekommen. Und deswegen habe ich eben verloren. Ja, gut, so viel von meiner Seite. Also das wird mich auf jeden Fall noch nicht runterziehen. Also ich werde natürlich von der Tabelle ein bisschen niedriger platziert sein jetzt und Lauris wird wahrscheinlich Zweiter oder Erster. Ich meine, du stehst dann immer noch 3-2, oder? Ja, ich stehe noch 3-2. Ja, also in die ersten Spieltage sind da ja noch relativ freundlich, sage ich mal. Da kann man ja noch relativ schnell aufholen. Ja, definitiv. Und ich werde auch unbedingt versuchen aufzuholen, denn so würde ich das garantiert nicht stehen lassen. Ich meine, ich hatte auch nicht so ein schlechtes Matchup. Ich meine, wenn wir uns dein Team anschauen, ich hätte auch mit Volvrock oder mit Lucario etwas machen können gegen dieses Team. Ich bin mir wirklich nicht mal unbedingt sicher, warum er das X-Bald mitgenommen hat. So gut tankt es wirklich auch nicht von Boreos und Trichuru, wenn ich wirklich Tarnstein gelegt hätte. Und naja, also ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich meine, es hätte halt fast geklappt. Ich meine, du bekommst ja noch eine Revanche in der Rückrunde, wo du dann ordentlich EQ-Bronzong mit Tarnsteinen auspacken kannst. Ja, definitiv. Ich werde mir auf jeden Fall noch einige Sachen einfallen lassen. Verlasst euch da drauf. Und ja, viel mehr habe ich wirklich nicht zu sagen. Schaut gerne bei Levis vorbei. Schaut gerne bei Lauris vorbei. Der hat das natürlich live kommentiert. Schaut auch gerne bei Tabasco vorbei, denn ich glaube, er hat euch einiges zu sagen. Mhm. Und
Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal eine positive Wertung da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Tschüss.